heute siehst du bei den Spielmanns. Hey, das ist doch Lenny. Was macht der denn da? Das habe ich schon mal gesehen. Das ist doch eine Stinkbombe. Lass uns schnell ausgehen, bevor es hier noch mehr anfängt zu stinken. Wir müssen Herrn Freitag finden und ihm erzählen, dass Lenny hier drin Stinkbomben legt. Was sagt ihr? Stinkt unser Lenny nicht so richtig ordentlich? Du stinkst. Immer wieder duschen. Bah, das ist ja ekelhaft. Das ist nicht wahr. Ich stinke nicht. So, dass wir heute in dieser Schule keinen ordentlichen Unterricht ohne Hustenanfall und Würgereflex hinbekommen, ist euch wahrscheinlich genauso klar wie mir. Immer samstags auf YouTube. Familie Spielmann. Klaus Spielmann. Astrid Spielmann. Erik Spielmann. Pia Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Heute sehe ich Lotta wieder. Was soll ich ihr bloß sagen? Ach, das wird schon. Ich gehe einfach hin und irgendwas wird mir wohl schon einfallen. Aber was dann? Was soll ich dann sagen? Hallo Lotta, ich bin's? Genau, als ob sie das nicht wüsste, wer ich bin. Oh Mann, Erik, du bist so ein Vollhorst. Ich gehe einfach locker hin, schlender dahin und dann sage ich einfach, hallo, wie geht es dir? Und wenn sie mir nicht sagen möchte, wie es ihr geht? Oh Mann, das ist alles gar nicht so einfach. Wahrscheinlich will sie überhaupt nicht mit mir reden. Na, im Krankenhaus hat sie mit mir geredet. Und dann haben wir zusammen das Fake-Foto-Problem gelöst. Klar will sie mit mir reden. Aber jetzt hat sie auch so andere Mädchenfreundinnen. Die wollen bestimmt unter sich bleiben. Und dabei würde ich sie gerne mal zu mir einladen. Dann könnte ich ihr meine Modellflugzeuge und meine Raketen zeigen. Ich könnte sie einfach mal fragen, ob sie nach der Schule vorbeikommen möchte. Aber wie soll ich das anstellen, ohne dass es so doof klingt? Erik, warte doch mal. Ah, hallo Max, da bist du ja. Ich dachte, du kommst heute gar nicht, weil du warst zur verabredeten Zeit gar nicht an unserem üblichen Ort. Und da bin ich einfach weitergegangen. Entschuldigung. Ja, auch von mir sorry. Ich habe heute Morgen irgendwie total verschlafen. Aber du bist auch irgendwie spät, oder? Ich habe wohl ein bisschen getrödelt. Komm, beeilen wir uns. Erik, geh schon mal vor. Ich muss noch schnell auf die Toilette. Du und deine ewige Toilette. Oh, da ist ja Lotta. Nicht anstarren, Erik. Nicht anstarren. Bloß nicht hingucken. Geh einfach weiter. Ganz ruhig, Erik. Siehst du? Geht doch. Einfach schön weiterlaufen. Hoffentlich hat sie nichts gemerkt, dass ich kurz hingeschaut habe. Aber sie sieht auch wirklich gut aus. Ob ich nicht noch mal kurz hingucken? Hey, Erik. Ich bin hier drüben. Komm doch rüber. Ich komme. Hallo, Erik. Hast du mich denn gar nicht gesehen? Ja, ich war aber ganz in Gedanken. Naja, ist ja auch egal. Wie geht's dir denn? Gut, glaube ich. Hey, hört mal, das ist mein Freund Erik. Aber den kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon viel länger als ich. Hi. Hallo Erik. Hey, hast du schon gesehen, dass Mathe heute ausfällt und wir stattdessen Vertretung bei Herrn Freitag haben? Echt? Ja, voll gut, oder? Herr Freitag ist einfach so cool, aber Mathe bei Herrn Hase geht gar nicht. Das stimmt. Der veranstaltet immer den reinsten Zahlensalat und verliert mitten in der Rechnung den Überblick darüber, was er eigentlich gerade rechnen will. Super seltsam, der Typ. Hey Mädels, wie läuft's denn so? Ach, lass uns einfach in Ruhe, Lenny, du nervst. Ich nerve? Du nervst. Ihr alle nervt mit eurem ständigen Gegacker. Ach, Lenny, komm, lass gut sein. Ach, du bist jetzt auch zu dem Mädchen rübergegangen? Stimmt, aber so ein Röckchen würde dir wirklich auch gut stehen. Verstehst du es nicht? Wir haben keine Lust auf deine ständigen Tiraden und Streiche. Das ist einfach nur kindisch und nervt. Die Neue. Hör mal, Neuling. Du hast hier gar nichts zu melden. Du kannst dich erst mal ganz hinten in der Schlange anstellen. Sei froh, dass ich dich hier überhaupt dulde. Sonst könntest du dir bald wieder eine neue Schule suchen. Der Einzige, der sich bald eine neue Schule suchen muss, bist du. Bei allem, was du dir hier in letzter Zeit geleistet hast, würde mich das nicht wundern, wenn du den Schulhof bald nur noch von außen betrachten darfst. Sag das nochmal. Lass Lotta in Ruhe, sonst was? Sonst könnte es sein, dass ich ein kleines Geheimnis ausplaudere, was dir überhaupt nicht gefallen dürfte. Das wagst du nicht. Also, was ihr noch über Lenny wissen solltet, Hey, ist ja schon gut. Ich gehe einfach weg, okay? Alles gut. Tu einfach so, als wäre ich nie hier gewesen. Nanu, was hat er denn jetzt? Ach, ich weiß auch nicht.
Vielen Dank, dass du uns Lenny vom Hals gehalten hast. Ja, vielen Dank, Erik. Das war sehr mutig von dir. Ach ja, das war doch selbstverständlich. Die Stunde geht los. Komm, Erik, wir gehen rein. Guten Morgen. Geht's euch allen gut? Guten Morgen. Weiß zufällig jemand von euch, wo Lenny schon wieder steckt? Nein. Keine Ahnung, wo der ist. Das habe ich mir eigentlich schon gedacht. So wie ihr wisst, bin ich heute als Vertretung für Herrn Hase da, der ja eigentlich Mathe mit euch macht. Leider bin ich in Mathe selbst keine große Leuchte. Und deshalb will ich vorschlagen, dass wir heute einfach mal etwas anderes machen. Meine Idee wäre, ihr setzt euch immer in Dreiergruppen zusammen und bereitet ein kleines Referat vor. Es muss etwas sein, das euch wirklich interessiert und wo ihr schon kleine Experten seid. Ihr dürft euer Handy benutzen, um zu recherchieren. Cool. Ihr überlegt euch also einen kleinen Vortrag, den ihr dann vor der Klasse haltet. Eure Hausaufgabe für die nächste Stunde ist dann aufzuschreiben, was ihr euch von den anderen Vorträgen alles so gemerkt habt. Alle einverstanden? Ja, einverstanden. Dann setzt euch mal in Grüppchen zusammen. Falls ihr Fragen habt, ich bin hier. Wer soll denn noch in unsere Gruppe sein? Weiß ich auch nicht. Und welches Thema sollen wir machen? Na, ich habe auch noch keine Ahnung. Hey, kann ich vielleicht in eure Gruppe? Ich dachte, das beste Thema für uns wären... Raketen! Ja, genau! Wir können erzählen, dass Raumfahrzeuge mindestens 300 Kilometer hoch fliegen müssen, während Flugzeuge es gerade mal auf knapp 10 Kilometer schaffen. Oder sie mindestens ganz schnell fliegen müssen, um durch ihr Gewicht nicht gleich wieder auf die Erde zu krachen. Das ist schneller als eine Kugel, die aus einem Gewehr gepfeffert wird. Sie hat mich heute Morgen angesprochen und jetzt sitzt sie sogar neben mir, am selben Tisch. Ich kann es gar nicht glauben. Vielleicht mag sie mich ja doch. Erik, hallo. Bist du schon ins Weltall geschossen worden? Hä? Sehr lustig. Was ist denn? Na, worüber möchtest du denn reden? Vielleicht über die größten Raketen, die bisher gebaut wurden? Meinetwegen. Hier riecht's irgendwie ganz ekelhaft. Hm? Oh Gott, meint sie mich? Stinke ich? Scheinbar bin ich nicht der Einzige, der das riecht. Das wird aber auch immer schlimmer. Hey, wer von euch hat heute Morgen nicht geduscht? Hier stimmt doch was nicht. Wo kommt denn dieser ekelhafte Geruch her? Ganz ruhig. Das ist bloß der Alarm. Wir gehen jetzt langsam nach draußen auf den Schulhof. Keine Panik, ganz ruhig bleiben. Steht langsam auf, lasst eure Sachen einfach liegen. Hey, das ist doch Lenny. Was macht der denn da? Das habe ich schon mal gesehen. Das ist doch eine Stinkbombe. Lass uns schnell ausgehen, bevor es hier noch mehr anfängt zu stinken. Wir müssen Herrn Freitag finden und ihm erzählen, dass Lenny hier drin Stinkbomben legt. Ja, lass uns raus, schnell. Die Luft ist ja total verpestet. Siehst du ihn? Ja, er steht da drüben, direkt beim Schulleiter. Komm schnell. Herr Freitag? Es ist wegen Lenny. Jetzt holt doch erstmal Luft. Was meint ihr denn? Was ist mit Lenny? Es war Lenny. Wir haben ihn gesehen. Ja, er hat im Schulflur Stinkbomben gezündet. Ehrlich. Wir haben es selbst gesehen. Dieser Lennart Schwatzer, der treibt mich noch zum Wahnsinn. Alles klar. Vielen Dank für die Info. Stellt euch bitte einmal zu eurer Klasse. Ich bin gleich wieder bei euch. Ist gut. Ach, und falls ihr Lenny seht, schickt ihn bitte auf der Stelle zu mir. Wir haben gerade gehört, was ihr den Lehrern erzählt habt. Keine Angst, wir meinen nicht, dass ihr gepetzt habt. Ist echt dieser Lenny für diesen ekelhaften Gestank verantwortlich? Ja. Hätte man sich echt denken können, der ist voll daneben. Gut, Jungs, dann wisst ihr ja, was zu tun ist, wenn wir Lenny sehen, oder? Ihr wollt ihn doch jetzt nicht etwa wehtun, oder? Nein, keine Angst, Kleiner. Wir tun niemandem weh. Jedenfalls nicht direkt. Leute, da ist er! Ekelhaft! Ist irgendwas? Der Stinker, das ist so ekelhaft. Lenny hat so lange nicht geduscht. Er riecht einfach wie eine ganze Müllhalde. Er verpestet mit seinem Gestank die ganze Schule. Ich glaube, der macht sich gerade in die Hose, so wie der riecht. Ey, das stimmt nicht. Ich stinke nicht. Wie bitte? Du stinkst nicht? Fragen wir doch mal die ganzen Schüler hier, die vor deinem Geruch nach draußen geflohen sind. Was sagt ihr? Stinkt unser Lenny nicht so richtig ordentlich? Du stinkst. Immer wieder duschen. Bah, das ist ja ekelhaft. Das ist nicht wahr. Ich stinke nicht. Okay, jetzt sind alle mal still und beruhigen sich. Und Lenny, du begleitest mich gleich mal in mein Büro. Wenn ich mir das so recht überlege, bleiben wir am besten hier draußen. Also, irgendwie hat Lenny mir jetzt auch leid getan. Ja, mir auch. Andererseits war das, was er letztens mit Erik abgezogen hat, auch nicht viel besser. Ja, trotzdem war es ganz schön fies von den Achtklässlern, auch wenn es Lenny irgendwie recht geschieht. Meint ihr, diesmal fliegt er von der Schule, bei allem, was er sich in letzter Zeit geleistet hat? Kann schon sein. Seid mal ruhig, da kommt Herr Freitag. Der wird uns bestimmt sagen, wie es jetzt weitergeht. So,
Dass wir heute in dieser Schule keinen ordentlichen Unterricht ohne Hustenanfall und Würgereflex hinbekommen, ist euch wahrscheinlich genauso klar wie mir. Allerdings sieht es auch für die kommenden Tage eher schlecht aus. Wir haben gerade mit dem Hausmeisterdienst gesprochen und es ist leider so, dass wir die Schule für einige Tage dicht machen müssen. Ja, ja, ist ja schon gut. Dass ihr nicht todtraurig seid darüber, ist mir schon klar. Also, vermutlich geht der Unterricht ab kommenden Montag wieder wie gewohnt weiter. Zur Sicherheit werden wir noch eine Rundmail an eure Eltern schicken, damit alle Bescheid wissen. Ansonsten seid ihr jetzt offiziell vom Unterricht befreit. Krass, da hat Lenny uns doch glatt ein paar Tage schulfrei beschert. Ja, gar nicht so übel. Hey Erik, ich gehe dann jetzt zu meiner Mutter in den Laden, um ihr Bescheid zu sagen. Bei uns zu Hause ist jetzt keiner. Ist es okay, wenn du alleine nach Hause läufst? Klar, kein Problem. Ruf mich nachher mal an. Dann können wir was für die Tage ausmachen. Alles klar, bis später dann. Sollen wir jetzt auch gehen? Ja, in Ordnung. Du, Lotta? Ja? Da wir jetzt unseren Vortrag nicht halten können, ja, also würdest du, also wenn du magst... Was denn? Naja, wenn du also mal Lust und Zeit hättest, dann könnten wir uns doch mal nachmittags treffen. Wenn du also, du könntest mich ja mal besuchen. Ich habe super coole Modellflugzeuge und Raketenbastelsets und... Na klar, ich würde dich gerne mal besuchen. Ja, echt? Warum denn nicht? Du kannst mir noch ein bisschen die Stadt zeigen. Ich kenne mich ja noch gar nicht aus. Wie wär's mit morgen Nachmittag? Was sagst du? Oh ja, sehr gerne. Okay, super. Ich muss jetzt hier rechts lang. Wir sehen uns ja dann morgen. Tschüss. Bis morgen. Sie kommt mich besuchen? Sie kommt echt mich besuchen? Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!